Hi und willkommen zu einem neuen Daily Vlog. Naja, so ganz daily ist es ja leider nicht mehr, aufgrund dessen, dass jetzt einen Tag kein Video kam. Das liegt einfach daran, dass ich total fertig war. So, aber heute geht es wieder weiter. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Melanie und ich bin immer noch in Berlin. Ich bin gerade noch im Hotel und ich wollte euch das Zimmer zeigen. Wir müssen leider gleich schon wieder auschecken, aber heute geht es zum Alexanderplatz. Ich zeige euch mal das Zimmer und dann geht's auch los. Das Zimmer ist absolut der Wahnsinn. So ein gutes Zimmer hatten wir noch nie. Wir hatten eigentlich ein anderes Zimmer gebucht, aber aufgrund der Nachfrage haben wir ein kostenloses Upgrade vom Zimmer her bekommen, sodass wir ein noch besseres bekommen haben. Also hier ist die Tür. Hier kommt man rein und hat hier erstmal so einen großen Spiegel. Auf der anderen Seite hat man einen Schrank und das ist der Eingangsbereich. Hier hat man einen Arbeitsplatz, wo man meinetwegen mit dem Laptop arbeiten kann. Und hier in der Ecke ist dann noch ein Fernseher, Fernseher Nummer 1 mit Couch. Wenn man zurückgeht, hat man hier wieder den Arbeitsbereich und dahinter ist das Bett. Ist jetzt natürlich ein bisschen unordentlich, weil ja, wir waren die Nacht schon hier. Und natürlich Fernseher Nummer 2. Sehr cool. Und dann haben wir noch das Bad. Das ist so ein bisschen offen. Also ein bisschen eigentlich komplett offen. Richtig nobel, richtig schick. Mit Dusche. Und einer Toilette. Und das ist der Ausblick über Berlin. Also ein richtig, richtig nobles Zimmer. Also sowas kriegen wir, glaube ich, so schnell nicht wieder. So, auf zum Auschecken, auf zum Alexanderplatz. Da hinten ist übrigens der Fernsehturm und von hier sind wir gestern bis dort gelaufen und wieder zurück. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, warum ich so K.O. war. Wieder am Alexanderplatz angekommen und hier ist heute einfach mal so leer, aufgrund dessen, dass Feiertag ist. Also es haben auch recht viele Geschäfte geschlossen, aber das macht nichts. Wir sind ja hauptsächlich auch hier zum Fotografieren, aber es ist ja auch nicht komplett alles zu. Von daher macht das nichts. Fette Fernsehturm. Wow, der kommt immer näher. Hier ist die berühmte Weltzeituhr. Da kann man sehen, wie spät es überall auf der Welt ist. Wir sind in Berlin und haben es kurz nach 11. Wir haben gerade Tickets gekauft und demnächst fahren wir dann hoch auf den Fernsehturm. Ein bisschen Wartezeit ist leider dabei, aber na gut, in der Zeit können wir uns ja andersweitig hier beschäftigen. Also wir müssen nicht quasi in der Schlange warten, wir können einfach rumlaufen und müssen zu einer bestimmten Uhrzeit dann da sein. Ich bin jetzt hier gerade im Gebäude vom Fernsehturm. Wir haben ein Ticket und gleich geht's nach oben. Schauen wir mal über Berlin.
dran. Unser Fahrstuhl. Oh, ich höre den Himmel. Halt dich fest. Das gibt's ganz schnell nach oben. Welcome to the TV Channel Berlin. Now we got the opportunity to speak with the person who's been shooting at the live command. We're shooting 40 seconds of the live. If we reach a maximum speed from 6 meters per second, sharp of the light speed is where the up to 12 meters side. There you can see Berlin completely, the energy grade around right under the roof. On the right side, that's on the right, they ask for the chain on the counter desk. Please be willing to take experiments to be the product of an offline and the other safety forever. And try to be back before we know soon. Go have a lot of fun and enjoy staying with you. Oh mein Gott, oh mein Gott, wackelt der Turm? Ein bisschen. Oh mein Gott. Irgendwie. Wenn man hier so frei steht, mitten im Raum, denkt man, der Turm wackelt. Das ist voll creepy, voll gruselig. Da unten ist der Alexanderplatz. Das kleine hier ist die Weltzeituhr, wo wir erst waren. Da unten fährt die Bahn lang. Und da sind auch diese typischen Cafés unter dieser Bahnstrecke. Und irgendwo, oh, da kommt eine. So eine typische Berliner Bahn. Und irgendwo in diesen Läden hier unten ist auch Klassik-Tattoo. Und dort wird teilweise, weiß ich nicht, ob immer noch, aber dort wurde auf jeden Fall Berlin Tag und Nacht gedreht. Da unten die Straße rein ist Berlin Dungeon. Wenn man hier die Straße weiterläuft, ist da hinten, ach da ganz hinten, da ganz hinten. Komm schon, komm schon. Das Brandenburger Tor. Das macht meine Kamera nicht mehr mit. Und da hinten die Siegessäule. Immer noch auf dem Fernsehturm, jetzt im Restaurant. Wir werden jetzt hier ein bisschen sitzen und vielleicht auch was essen. Das ist voll krass. Die Karte. Das ist voll krass. Es dreht sich die Etage. Es dreht sich. Wow. Das ist schon 90, aber auch mal ja. Voll krass. Okay. Ich hätte jetzt mit mehr gerechnet. Wenn wenig auf dem Teller ist, daran merkt man dann, dass man sich in noblen Kreisen befindet. Gott, die Sonne blendet. So, wir sind jetzt wieder unten. Und ich muss echt sagen, Berlin ist eine schöne Stadt. Das Einzige, was wirklich unschön ist, ist, hier sehr viel gebettelt wird und sehr viele obdachlose Menschen sind, die hier einfach auf den Bänken liegen und schlafen. Und es ist halt wirklich so, dass die halt nicht nur unschön anzusehen sind im Sinne von ungepflegt, sondern dass sie auch wirklich in einem gesundheitlich schlechten Zustand sind. Also die haben dann wirklich offene Stellen an Armen und Beinen, die Knöchel sind offen. Das ist echt eine unschöne Sache an Berlin, aber so ist die Stadt echt schön. Ja. Wir sitzen jetzt noch ein bisschen in der Sonne und dann geht es nach Hause. Ich verabschiede mich am besten gleich noch mit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Däumchen da oder einen netten Kommentar. Abonnieren ist, ich sehe nichts. Abonnieren ist kostenlos und würde mich und mein kleines Kanälchen sehr unterstützen. Aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr keine Vlogs mehr, denn hier kommen regelmäßig welche und viele. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.